Hallo lieber Skorpion, schön, dass du hier hergefunden hast. Wir werden uns gemeinsam im Kollektive, ne, deine Liebessituation anschauen mit deinem Gegenüberliegenden, ne, quasi mit deinen Herzensmenschen. Bitte bedenke, lieber Skorpion, das ist ja klar, dass nicht alles wortwörtlich auf dich zutreffen kann. Du hast quasi eine weibliche und eine männliche Energie und wir werden uns heute auch dein Valentinstag uns anschauen. Also das wird so hier ein spezielles Video sein, ne? Wie wird dein Valentinstag ausgehen mit dieser Person, ne? Was könnte hier zutreffen? Das ist ja klar, dass es nicht unbedingt quasi dein Fall sein kann. Deswegen lege ich dir auch ans Herzen, bitte hör dir auch die anderen Energien an. Du bist ja nicht nur Skorpion, du hast bestimmt einen Aszendenten, Mond und einen Venus-Sternzeichen, ne? Valutiere das Ganze und dann setzt du es um auf deine eigene Situation. Falls du Single bist, lieber Skorpion, ich werde schauen, auch ein Video zu drehen, weil ich schon diese Nachfrage bekommen habe. Quasi, ich werde das jetzt nicht für jeden Sternzeichen machen. Also, wie gesagt, das geht ja lange, ne? Also ihr seht, wie viel ich rede quasi in den Videos, quasi wie viel Energie ich investiere. Das wird wahrscheinlich ein anderes Video sein, aber auch irgendwie mit den Elementen, ne? Aber wenn du Single bist und sagst, okay, ich möchte trotzdem mir diese Legung anhören, ne? Dann kannst du es machen, weil du hast eine weibliche Seite und du hast eine männliche. Also du könntest mit beide in Resonanz gehen, wenn du Single bist, oder du sagst nur mit einer, ne? Da, wo ich quasi diese Resonanz spüre. Okay, ich würde sagen, lass uns loslegen mit den Liebesbotschaftskarten für dich, lieber Skorpion. Ich bin sehr vorsichtig beim Mischen, weil ja, die Karten fliegen hier. Die fliegen hier, siehst du? Die fliegen hier. Das ist kaum gesagt. Umarmung. Du hast dein perfektes Gegenstück gefunden. Wow. Lieber Skorpion, ich weiß nicht, ob du wirklich jetzt dein Gegenstück gefunden hast, ob du jetzt sagst, okay, das ist meins, aber hier sagt das diese Karte. Also das könnte auch gut sein, du bist gerade am Anfang von einer Beziehung, du sagst, boah, das passt. Das passt zwischen uns beide funkt's, ne? Also ich merke, dass diese Person die richtige oder der richtige ist für diesen Moment, ne? Du weißt ganz genau, lieber Skorpion, es gibt nichts, was auf Ewigkeiten hält, ne? Nicht mal die Seele quasi in dieser Inkarnation. Das ist nichts auf Ewigkeit, sondern nur deine Seele. Die Seele, die inkarniert sich, ne, quasi dann wieder und wieder. Und deswegen ist es ja so, dass nichts auf Ewigkeit ist. In dieser Dimension rede ich, ne? Und wenn du sagst, okay, ich habe mein Gegenstück gefunden, ne, dann ist es ja auch so, dass hier wirklich die Kompatibilität stimmt, das stimmt hier alles, die Chemie stimmt, das könnte auch gut sein, du bist gerade befreundet mit dieser Person, du bist in einer Phase, in der du sagst, ja, wir sollten uns noch mal besser kennenlernen, ne? Das könnte ja auch gut sein, aber du weißt ganz genau, es richtet sich nach dieser Karte. Die allererste Energie ist schon mal sehr, sehr schön, ne? Also, wenn du wirklich diese Person hast, dann halte sie auch fest, lieber Skorpion, ne? Okay, ich würde sagen, ich starte mit der weiblichen Seite, das ist ja klar. Ich starte immer mit der weiblichen Seite, Ladies first. Diesmal ohne Energien. Quasi, ich schaue mir jetzt nicht diese Energie an, tatsächlich, sondern ich schaue mir an, was beschäftigt, ne, die weibliche Energie. Du könntest hier als Mann quasi rauskommen. Du weißt ganz genau, lieber Skorpion, wie ich das denke. Du hast auch eine weibliche Seite als Mann, ne? Und als Frau hast du auch eine männliche Seite. Bitte setze es einfach um und geh nach deiner inneren Stimme, ne? Das ist ja klar. Hör auf deine innere Stimme, hör quasi auf die Stimme, die sagt, okay, das passt, und auch auf deinen Körper. Du bekommst Signale durch deinen Körper, ne? Ob diese Legung überhaupt in Resonanz geht. Selbstzweifel. Oh mein Gott. Okay, hier ist die Frau, quasi die weibliche Energie in einem Selbstzweifel. Unsicher, unsicher, unsicher. Unsicherheit ist wirklich hier das große Thema. Das beschäftigt diese Frau. Quasi, du siehst es hier, eine wunderschöne Dame. Das kann auch gut sein, der Gegenüber von dir zweifelt irgendwie, ist sich unsicher und das macht dich auch unsicher, ne? Das ist ja klar. Ich will, ich kann, ich werde. Selbstzweifel blockieren dich in dem, was du dir erträumst. Ja klar. Was will ich? Ich will das erreichen. Das ist dieses, ich glaube nicht irgendwie auch an mir, gell? Ich zweifle an mir. Und das ist ja auch das, was uns nicht weiterbringt, ne? Einfach
das geschehen lassen, wie es kommt. Lieber Skorpion, gerade in diese emotionsmäßigen, nicht zu sehr in diesen Verstand reingehen, in dieser Logik. Ja, ich will das erreichen, ich würde das wollen. Weißt du, zu viele Gedanken, zu viele Projektionen und am Ende stehst du da ohne nichts. Also das ist hier die weibliche Energie. Dieser Selbstzweifel könnte auch darum liegen, dass du jemanden hast, dass du gerade sehr viel machen willst, sehr viel bewältigen willst, mit dieser Person auch irgendwie, sagen wir mal, gefühlsmäßig, emotionsmäßig nicht weißt, wie es weitergeht, was gerade passiert. Ne? Wie gesagt, das kann deine Energie sein, dass es ja tatsächlich um dich geht, aber das könnte auch gut sein, dass diese Person gerade auch an sich zweifelt, ne? Als Mann, wenn du jetzt die Frau bist, und auch dich ein bisschen durcheinander bringt, quasi hier dich auch irritiert. Ne? Also man sollte hier wirklich diese gesunde Grenze haben. Was will ich wirklich? Weil letztendlich geht es hier um dich selbst. Ne? Also ich könnte mir hier auch vorstellen, du hast dein Gegenstück in dich selbst gefunden. Das ist ja immer eigentlich das Sinn der Sache, dass wir uns selber finden in jeder Beziehung. Wir projizieren, was wir sind, ne? Und der andere brauchen wir nur, damit wir uns spiegeln. Weil die andere Seite ist immer unsere innerste Seite. Sie erkennt, also sie wird nicht anerkannt, ne? Von uns quasi, wenn wir jetzt irgendwie Schwierigkeiten haben, Blockaden, die erkennen wir immer in den anderen. Ne? Und das ist ja klar, lieber Skorpion, dass du jetzt sagen kannst, ja, ich habe mich selbst gefunden in dieser ganzen Geschichte. Ich weiß, dass ich für mich da bin, ne? Als Mann oder als Frau, und ich nehme diese Seite von mir an. Aber ich wünsche dir quasi von Herzen, das ist ja klar, dass du quasi hier deine zweite Hälfte gefunden hast, deine bessere Hälfte, würde ich mal sagen. Ne? Das wünsche ich dir von Herzen, das ist ja klar, ne? Okay, jetzt mal schauen, was uns hier diese Nachrichten mitgeben wollen. Die Messaggi d'amore quasi. Was wird uns hier preisgegeben? Was könnte hier geschehen? Wir wissen ganz genau, wir haben auch gesagt, wir wollen ja wissen, wie es im Valentinstag werden kann für diejenigen, die auch einen Partner haben. Guck mal, hier flitzen die Karten, ich habe es doch gesagt. Scelgote. Also du könntest hier auch sagen, ich zweifle, dass er mich wählt. Ich zweifle, ich glaube nicht, dass er mich wählt. Oder du könntest hier auch als Mann sagen, ich weiß nicht, ob ich gut genug bin überhaupt für sie. Aber guck mal, Schelgote, ich will dich, ich suche dich aus. Das ist wie wenn ein Mann oder eine Frau hier eine Wahl hat und dich auserwählt hat, weil du einfach... So, lieber Skorpion, kurze Unterbrechung. Die Speicherkarte war voll, ne? Und ich muss immer aufpassen, ne? Die Videos sind sehr, sehr lange. Beispiel vom Waage geht das über eine Stunde, aber du wirst es auch merken. Okay, ich schaue immer und wie gesagt, ich entschuldige mich auch mal schon im Voraus. Okay, du bist hier die Wahl von dieser Person. Du bist hier quasi der Richtige oder die Richtige. Du bist hier speziell für diese Person, ne? Das heißt, diese Person hat dich auserwählt, ne? Er möchte hier mit dir zusammen sein oder sie möchte hier mit dir zusammen sein. Aber wir haben ja auch Karten, die zeigen, das könnte auch gut sein, das ist die Kontrapartner, weil wir haben hier eine Person, die sagt, auch wenn du jetzt denkst, dass es mir schlecht geht in dieser ganzen Situation, du irrst dich, ich zeige es dir nicht. Du könntest hier auch sagen, ihr habt hier irgendwie eine Diskussion gehabt oder ihr seid gerade nicht in der Nähe oder ihr habt hier Missverständnisse. Ne? Das passiert, in Beziehungen ist es normal und du zeigst das dem Partner nicht. Ob du jetzt Mann oder Frau bist, wenn du jetzt wirklich, du sagst zu dieser Person, wenn du jetzt wirklich denkst, dass ich dir zeige, dass es mir schlecht geht, dann irrst du dich, weil ich werde das dir nicht zeigen. Weißt du, ich behalte es für mich. Das kann auch gut sein, diese Person wühlt gerade auf über seine Emotionen oder explodiert gerade, aber das zeigt er dir nicht oder sie zeigt es dir nicht. Ne? Hai visto un aspetto di me. Guck mal, jetzt haben wir hier nochmal eine Situation, das ist ja klar, die gehen hier wirklich perfekt in Resonanz. Das ist wie wenn du etwas gesehen hast von ihm oder von ihr, das ist unangenehm. Diese Situation macht ihn unangenehm. Er schämt sich dafür. Das ist wie wenn ich mich schämen würde. Du hast vielleicht etwas gesehen von seinem privaten Leben, hast etwas rausgefunden von ihm oder von ihr. Und diese Person schämt sich dermaßen. Siehst du das hier? Wirklich. Ich möchte nicht, dass du das siehst. Ich möchte nicht, dass du mich so siehst. Verstehst du? Also im Endeffekt könnte ich mir auch vorstellen, dass diese Person
wissen, wer weiß, vielleicht auch hier ein Hex ist und er hier eigentlich dich auserwählt hat oder er dich will. Aber er zeigt es dir nicht, dass er schwach ist, dass er hier die Emotionen für dich spürt. Aber das ist für Männer nicht schön. Männer zeigen nicht gerne Emotionen. Männer, weißt du, wenn ein Mann, also du bist jetzt Skorpion, du bist der Mann Skorpion, ne? Okay, da könnte ich mir vorstellen, Männer in diesem Wasserbereich sind schon anders. Aber trotzdem bist du ein Mann. Das ist schon ein Unterschied zwischen einer Frau, die Skorpion ist. Der Mann hat trotzdem sein Ego. Und das ist nicht leicht, die Emotionen zu zeigen. Du kennst hier diesen Mann sehr gut. Du hast eine Seite von ihm entdeckt. Und dieser Mann möchte das nicht, dass du das siehst, dass du ihn quasi in dieser Seite oder quasi seine Seite entdeckst, diese weiche Seite, diese verletzliche Seite, weißt du? Also ich vermute hier, dass hier auch Gefühle sind. Das ist ja klar, weil er hat dich nicht ausgesucht umsonst oder sie hat dich nicht dich auserwählt umsonst, ne? Du setzt das jetzt bitte um, lieber Skorpion, du weißt deine Situation, ich kenne sie nicht. Ich gucke, okay, du nimmst auf, ja, super. Oh, una sessione per te. Also hier ist der Mann auch besessen. Lieber Skorpion, wie kann man das hier sagen? Skorpion ist eigentlich der Sternzeichen, der das hat an sich, ne? Dass er auch besessen sein kann von einer Person. Das ist jetzt nicht negativ gemeint. Lieber Skorpion, ich möchte dich nicht angreifen, ich möchte nicht sagen, dass es falsch ist, weil jeder Mensch erlebt quasi auf seine Art und Weise. Entweder du bist hier wirklich von ihr besessen, das ist hier ein Ex, also ich kann mir hier auch vorstellen, dass es eine Ex ist oder ein Ex, ne? Der hier besessen ist von dir, von dieser Situation, weil du bist für ihn wichtig. Er kriegt dich nicht weg, er kann dich nicht, wie sagt man das, löschen, ne? Du bist in seine Gedanken. Das ist ja klar, du setzt das jetzt bitte um. Oder du sagst als Frau, boah, diese Person, dieser Mann ist ständig in meine Gedanken. Also ich bin wirklich verrückt nach ihm. Aber er denkt sich das, dass ich das irgendwie ihm zeigen soll. Das werde ich nicht machen. Das kann auch die Frau sein. Weil du siehst ja eine Frau, wo trinkt. Das ist wie wenn die Frau sagt, wenn du denkst, dass ich das dir zeige, dass du mir Schmerzen zufügst, da irrst du dich. Weil ich möchte nicht, dass du meine Schmerzen siehst. Ich möchte nicht, dass du jetzt hier quasi meine weiche Seite auch erkennst. Als Frau könntest du das auch sagen. Das spielt jetzt gar keine Rolle. Nur du, lieber Skorpion, weißt gerade, was abgeht. Ich sag dir jetzt nur hier, was bei der weiblichen Energie abgeht. Das ist die passive Seite. Das ist diese versteckte Seite im Unterbewusstsein, ne? Hier ist eine Seite, die besessen ist, die hier diese Person nicht loslassen will. Und ich wähle dich aus, weil ich Gefühle habe für dich. Ich mag dich. Du bist die einzigste Person, mit der ich gerade zusammen sein will, ne? Das bekomme ich hier als Energie. Du setzt das um, ne? Lieber Skorpion. Wie gesagt. Okay, machen wir weiter. Du nimmst auf. Ja, ich sollte wirklich öfters schauen, weil wie gesagt, das könnte jetzt passieren, weil gerade eben habe ich jetzt die Waage gestellt und das ging eine Stunde, das ging über eine Stunde, aber wie gesagt, ich mache das Leidenschaft, ich gucke nicht auf die Uhr, ich rede einfach, ne, und ich habe diesen Zeitdruck nicht und das will ich auch nicht, ne, weil das mache ich aus Leidenschaft. Das sollte einem bewusst sein und ich zwinge dich auch nicht, ne, das ist ja klar, aber ich sage dir, bitte hörst dir richtig an, weil dann hast du die Fragen, weil dann kommen die Fragen, ja, wieso das oder das, weil bitte zuhören an dieser Legung, ne, quasi das richtig zuhören und alles wird dann schon verstanden, ne? Okay, für dich im Kollektiven. Mal schauen, was hier unsere Cupido-Orakelkarten, diese wunderschöne Cupido-Karten, die ich nicht zufälligerweise gefunden habe, sie haben mich gefunden. Das ist Wahnsinn. Auf jeden Fall. Und das ist ja auch unser San Valentinstag. Ne? Ihr wisst, San Valentino, das ist eine Feier, ne? Das ist auch ein Engel der Liebe. Aber wie ich schon in alle Sternzeichen das erwähnt habe, bitte, wenn ihr jemanden liebt, dann feiert diese Person immer. Auch wenn es nur 5 Minuten sind. Ne? Das ist nicht die Zeit, das ist die Qualität, die ihr mit dieser Person verbringt. Ne? Man braucht nicht warten, bis ein Feiertag kommt, dass man sich diese Liebe gibt. Ne? Das ist aber meine Variante. Das ist meine Sichtweise. Jeder hat seine eigene. Ne? Du könntest sagen, boah, ich feiere das mit am Valentinstag. Das ist ja Wahnsinn. Ne? Das ist so Ritual auch geworden bei vielen Menschen. Ne? Okay, gut. Für dich, lieber Skorpion. Mal schauen, was uns diese wunderschönen Orakelkarten uns sagen wollen bezüglich dieser Person. Ne? Da bin ich auch gespannt. In mio cuore, vuole solo te.
Oh mein Gott, lieber Skorpion, ich hab's doch dir gesagt, dass du in seinem Herzen bist, dass du hier der Richtige bist oder der Richtige für ihn oder für sie. Lieber Skorpion, weißt du, das ist im Kollektiven. Bitte, ich bitte euch immer, das ist klar, das kann auf dich zutreffen, aber das muss es nicht. Wenn du spürst, dass diese Person nicht das tut, dann ist es nicht deins. Aber hier, die Karten geben mir diese Richtung. Du gehörst in seinem Herzen. Er will nur dich. Diese Person will nur dich. Oder du als Frau sagst, ihr wollt ja solo der. Ich will nur diese Person haben in mein Herz. Und zwar ihn, ne? Du bist hier wirklich, ja, Amors Pfeil hat dich getroffen, ne? Das ist ja klar. Und voll ins Herzen rein. Cerco i tuoi abbracci, le tue carezze ovunque. Guck mal. Ich stelle mir hier vor, dass du mit dieser Person nicht mehr zusammen bist. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass es ein Ex oder ein Ex-Freund von dir, der hier wirklich dich vermisst. Er vermisst hier deine Umarmungen. Er vermisst hier, wie du ihn streichelst. Also hier ist wirklich die romantische Atmosphäre da. Also ich vermute ganz stark, mindestens von einer von euch beide. Lieber Skorpion, das passt genau zu dir. Das ist ja klar, ne? Wir sind hier in diesen Emotionen. Und diese Person hier, Umarmung, ne? Da haben wir das wieder. Also falls du jetzt sagst, ja, wir sind auch entfernt oder wir sind gerade nicht aneinander da. Sie ist woanders oder er ist woanders und das fehlt mir auch. Oder das ist eine Ex von mir oder ein Ex-Freund, ne? Der gerade jetzt auch sagt, ich möchte so gerne, der hier so gerne mit dir zusammen sein möchte, lieber Skorpion, du als Frau, aber du weißt es gar nicht. Du könntest ja auch sagen, ich weiß gar nichts davon, dass hier ein Ex ist, wie sagt man das, ein heimlicher Verehrer, Entschuldigung, ein heimlicher Verehrer, der hier irgendwie was von mir will, aber ich vermute auch ganz stark, das könnte ein Ex sein, ne? Weil er kennt dich hier so gut. Das ist ja klar, er hat dich schon erlebt, er hat schon hier deine Umarmungen gehabt, du hast ihn schon gestreichelt, also hier sind schöne Momente, ne? Falls du jetzt sagst, ja, die Entfernung spielt auch eine große Rolle. Wer weiß, das kann ja auch gut sein. Also hier sieht es wirklich fantastisch aus. Insieme avremmo una famiglia felice. Wow, sehr schöne Karte. Du könntest hier auch sagen, ich bin schon verheiratet mit dieser Person. Wir haben auch mal Höhen und Tiefen. Das ist ja auch so, hier gucken auch Menschen zu, die verheiratet sind. Und gerade diese Person sagt, wir schaffen das zusammen. Mit dir möchte ich meine Familie haben. Mit dir will ich eine Familie aufbauen. Hier ist eine ernste Person, lieber Skorpion. Ich weiß ja nicht, ob du das bist, ob das nur deine Gedanken sind und du hier nur fantasierst. Aber hier ist auf jeden Fall die Liebe da. Hier sind Gefühle da. Hier ist alles da. Und ich glaube nicht, also tatsächlich, wenn du jetzt Single bist oder du in einer Situation bist, an der du sagst, ja, ich bin am Zweifel, ich habe nur mich, okay, dann sagst du, ich habe nur mich gefunden in dieser Situation. Aber es geht hier um zwei Menschen, verstehst du? Weiblich und männlich. Ob du jetzt Mann zu Mann oder Frau zu Frau bist, das spielt gar keine Rolle, weil wir ziehen immer die Kontrapart auch an, ne? Das ist ja klar. Als Mann ziehe ich immer die Kontrapart an, als Frau genauso, ne? Und das sind immer zwei, die zu einem einer Beziehung gehören, nicht nur einer. Und deswegen sage ich ja, hier sieht es nach aus, dass hier auch ein schöner Valentinstag verbracht werden könnte. Wer weiß, ne? Also ich sage jetzt mal nichts Voreiliges, weil ich möchte ja auch die Energie von dem Mann lesen. Forte magnetismo penetrante. Wow, schön, wow. Lieber Skorpion, hier ist eine ganz starke Anziehungskraft. Das ist ja klar, ne? Dass hier auch diese intime Sphäre auch sehr, sehr schön, sehr leidenschaftlich ist. La passione non manca qui. Also hier fehlt die Leidenschaft gar nicht, weil sie ist vorhanden. Jetzt wollte ich die Karten hier hinstellen, aber ich brauche sie wieder. Lieber Skorpion, dann suche ich sie. Aber auf jeden Fall, ich lasse sie jetzt gerade so, weil ich kann sie noch mal gebrauchen, um es dir zu zeigen. Hier stimmt die Leidenschaft, hier stimmt die Chemie, hier stimmen die Gefühle. Also falls du jetzt sagst, okay, wir haben mal tiefen Höhen in der Beziehung, das passt, oder wir sind hier gerade am Anfang, wir wohnen zu weit weg entfernt, oder ich bin mit ihm verheiratet, sie ist mit mir verheiratet, ne? Und wir haben auch unsere Schwierigkeiten, aber zusammen sind wir stärker, zusammen schaffen wir das, ne? Weil ich sehe hier auch eine Person quasi, eine Energie, die sich irgendwie auch schämt, ne? Oder quasi nicht das zeigen will, diese weiche Seite von sich, ne? Das ist immer das Ego. Ich möchte nicht zeigen, dass ich auch weich bin. Ich möchte nicht zeigen, dass ich auch sensibel bin, ne? Sehr, sehr schön.
Machen wir weiter mit den Tarotkarten, lieber Skorpion. Sehr schön, ne? Wirklich, Kompliment. Also, ich weiß ja nicht, was du gerade erlebst, lieber Skorpion. Das weißt du selber und das setzt du ja auch um. Aber die Karten sind hier relativ positiv, ne? Ich kann sie jetzt nicht schlecht reden. Ich kann jetzt nicht sagen, oh, Skorpion, nein, der liebt dich nicht, der will dich nicht, der hasst dich. Das sehe ich jetzt hier nicht, aber das könnte ja auch nur deine Energie sein, als Frau, dass du hier ihn liebst, weil wir sind jetzt gespannt, was die männliche Seite uns preisgibt, ne? Da bin ich wirklich gespannt. Für dich, lieber Skorpion, mal schauen im Kollektiven, was uns preisgegeben wird mit den Tarotkarten. Zweifel, Zweifel, das ist zwei Emotionen durcheinander. Hier ist jemand unentschlossen. Vielleicht ist das ja auch eine Wahl. Vielleicht stehst du zwischen der Wahl. Du solltest dich entscheiden zwischen ihm oder ihr, also quasi ihm und den anderen oder sie und die anderen. Und deswegen steht hier auch in der Karte, ich wähle dich aus. Oder es geht hier auch um andere Situationen, in denen man durcheinander ist. Man ist hier im Verstand. Bitte hör auf deine innere Stimme, lieber Skorpion. Das gibt's nicht Besseres als deine innere Stimme, die dir quasi die Lösung gibt auf deinem Problem. Wahrhaftig, ne? Das ist ja klar. Ja, das ist wie wenn hier auch das aus ist, dass man hier aber auch an sich selber zweifelt. Das Ganze könnte hier auch, weißt du, lieber Skorpion, stell dir mal vor, du bist verheiratet mit dieser Person. Hier kriege ich das auch als Message, ne? Du bist verheiratet mit dieser Person und ihr habt irgendwelche finanzielle Situationen, die hier gerade auch eine große Rolle spielen. Und das hat eine Wirkung auf eure Liebe. Was ich mir hier aber auch vorstellen kann, ist, dass du gerade Schluss gemacht hast oder hier den Schlussstrich gezogen hast. Dass du nicht weißt, ob du jetzt hier weitermachen sollst, ne? Weil 5 der Münzen ist auch diese Karte, die mir sagt, ich sehe hier nicht das, was vor meinen Augen ist. Weißt du, hier ist noch irgendwo eine Lösung. Aber diese Frau ist zu beschäftigt. Sie ist hier alleine. Und das ist wie, wenn sie hier betteln würde, ne? Das ist ja klar, 5 der Münzen. Hier ist etwas nicht mehr vorhanden. Entweder ist der Kontaktabbruch hier auch, ne? Und du sagst hier, ja, ich weiß gar nicht, ob er mich wirklich will, aber ich vermute ganz stark, ne, dass die Kontrapart auch Gefühle hat für dich. Oder man geht hier einfach eine schwere Phase zusammen, ne? Dass du jetzt sagst, okay, diese Phase könnten wir überwinden, wenn wir wollen, ne? Aber das kommt immer drauf an. Lieber Skorpion, ne? Da sollten beide dabei sein, ne? Das ist ja klar. Ich vermute aber auch ganz stark, weil das ist ja eine materielle Ebene, dass du auch sehr an dir zweifelst als Person, ne? Bitte setze es um. Ja, man ist sich hier vorsichtig. Man hat hier Ängste. Man hat hier Ängste, man beobachtet hier. Ich könnte mir hier auch vorstellen, dass du hier nachspionierst. Also ich vermute, lieber Skorpion, was ich gerade kanalisiert bekomme, ist, dass du mit dieser Person Schluss gemacht hast. Du hast hier ihn losgelassen. Das könnte hier gut ein Ex sein, der dich beobachtet, ein heimlicher Verehrer. Ja, und er hat ganz viele Erinnerungen. Ja, gegenüber dir. Das ist mir ja klar. Ich habe doch dir vorhin das gesagt, lieber Skorpion. Du könntest aber hier auch sagen, weißt du, wir sind verheiratet. Wir sind ein Pärchen. Wir machen gerade etwas durch, aber wir könnten das schaffen, weil wir haben hier auch noch schöne Momente. Diese Momente sind hier nicht umsonst gewesen, verstehst du? Hier sind Erinnerungen, aber diese Erinnerungen sind auch schön. Du hast nicht nur negative Zeiten verbracht mit dieser Person. Also entweder hast du wirklich dein Gegenstück gefunden und du hast ihn verloren irgendwie auch, dass hier quasi eine Pause oder so ist, ne, gewesen. Zwischen euch zwei oder diese Person irgendwie quasi dich verlassen hat. Was ich mir ihr aber auch gut vorstellen kann, ist, dass du ihn losgelassen hast, ne? Und dass diese Person hier leidet. Du setzt das jetzt um, ob du jetzt Frau oder Mann bist, ne, lieber Skorpion. Also hier haben wir auf jeden Fall eine Person, die sich sehr unsicher auch ist, ne? Sehr sogar, beobachtet die Situation. Hier könnten auch jüngere Menschen sein. Das ist ja klar, Page der Schwerte. Hier könnte auch,
wie sagt man, dass der Mann jünger sein oder die Frau, das kommt ja immer drauf an, wer sich diese Legung anschaut. Du könntest hier auch sagen, ja, ich schaue mir diese Legung an oder ich höre sie mir an für meine Tochter oder für meinen Sohn. Das machen ganz, ganz viele Menschen, ne? Also auf jeden Fall, hier sind schöne Erinnerungen, positive. Diese Person denkt die ganze Zeit, ne? Das ist ihm schon wichtig oder ihr ist es auch wichtig, ne? Dass man hier diese Situation nicht verliert. Ich weiß ja nicht, was zwischen euch zwei passiert ist, ne? Dass hier einer eher vorsichtiger ist, ne? Ich könnte mir hier aber auch vorstellen, lieber Skorpion, du sagst, okay, das ist meine Vergangenheit. Ich habe das Ganze abgeschlossen, ne? Und ich bin jetzt auch bereit, hier eine neue Beziehung einzugehen, ne? Weil das könnte ja auch gut sein, dass du das Ganze erlebt hast. Weil ich will jetzt mir wirklich die männliche Energie auch anschauen, damit ich auch weiter sagen kann, quasi eine Konklusion ziehen kann von diesem Ergebnis. Weil ich sehe hier auf jeden Fall jemand, der Gefühle hat. Jemand, der hier wirklich noch hängt. Und auch, wie wir vorhin gesagt haben, guck mal, er ist hier besessen. Und meistens sind es immer die Ex, die auch hier spionieren, nachschauen, beobachten diese Situation. Du hast ihn losgelassen, er ist sich durcheinander. Es könnte auch gut sein, er gibt das nicht zu. Er gibt das nicht zu, dass er dir hinterher spinnt, dass er dich auch will, lieber Skorpion. Ne? Du weißt es ja besser als ich, lieber Skorpion, was du gerade erlebst mit dieser Person. Ne? Okay, machen wir weiter. So, mit der männlichen Energie starten wir, ne, jetzt. Ich bin wirklich gespannt, lieber Skorpion, das ist wirklich hier Neugier pur, was die männliche Energie dazu zu sagen hat, ne, zu dieser Situation. Ob das jetzt wirklich ein Ex ist oder du bist die Ex, ne, wer weiß, vielleicht spioniert hier auch die Ex von ihm, ne, das könnte auch gut sein. Du sagst, oh, guck mal, ich habe jetzt jemand gefunden, ich fühle mich wirklich wohl mit dieser Person, aber die Vergangenheit drängt ihn hier. Die Vergangenheit holt ihn ein. Das könnte ja auch gut sein, ne? So, für die männliche Energie holen wir jetzt eine Karte. Versöhnung! Oh, ich habe hier die Bestätigung, das ist so geil. Lieber Skorpion. Hier ist die Versöhnung. Guck mal, das sage ich doch. Danke, liebe Geistführer. Danke, danke, danke. Das ist das, was ich meine. Wenn die Karten so toll in Resonanz gehen. Hier ist die Versöhnung. Ihr habt gestritten. Oder ist es dieses Aus und On-Off, beziehungsweise wir sind zusammen, wir sind wieder auseinander. Ja, wir finden, also ihr findet wieder einander. Versöhnung. Endlich wieder gut. Sich versöhnen heißt verzeihen, aber auch eigene Fehler einzugestehen, ne? Dass du hier deine Fehler eingestehst, dass du hier auch dich von einer weichen Seite zeigst, auch wenn du jetzt Mann bist. Hey, das passt, lieber Skorpion, das ist doch menschlich, die Fehler zu verzeihen, ne? Von den anderen quasi oder auch deine Fehler zuzugeben. Hey, ich habe einen Fehler gemacht, ich habe mich beschissen benommen, aber letztendlich will ich mit dir zusammen sein. Wow, wie schön, eine tolle Energie, ich freue mich für dich. Außer du sagst jetzt, lieber Skorpion, ich weiß es ja nicht, ne? Du sagst ihm oder ihr, nö, das gibt's nicht. Ich versöhne mich bestimmt nicht mit dir, weil das kann ja auch gut sein. Ich bin ja nicht in eurer Beziehung drin, ich bin nicht in deiner Situation drin, aber du siehst es ja, die Versöhnung. Also, das ist Wahnsinn. Ich freue mich immer, ne? Das ist ja klar. Weil im Endeffekt sind wir alle zusammen miteinander gebunden, ne? Um mehr die Vibration sich erhöht. Von jeder einzelnen Mensch. Um mehr Vibration ist für uns da, dass wir quasi besser leben können, lieber Skorpion. Das ist der Sinn der Sache. Sich nicht anzuhetzen, sich nicht quasi gegenseitig fertig zu machen, ne? Sondern wirklich konstruktiv anzugehen, ne? Das gibt es halt auch Menschen, die ja, ganz anders sind, ne? Aber trotzdem, ich freue mich für dich, lieber Skorpion. Wahnsinn, Wahnsinn. Wow, ich freue mich. Hast du das? Diese Person hat Schwierigkeiten. Diese Person fühlt sich nicht in deiner Höhe. Das ist wie wenn das ihm mangelt an irgendwie, weißt du, an Selbstbewusst oder ich bin nicht gut für dich. Ich stelle mir vor, du brauchst vielleicht mehr Aufmerksamkeit. Ich kann das dir nicht geben, weil ich andere Prioritäten habe in meinem Leben oder gerade auch finanziell, ne, irgendwo stecke. Aber ich
bin für dich da. Ich will dich auch haben. Ich will mit dir diese Beziehung haben. Aber ich fühle mich nicht gut genug. Einer von euch zwei fühlt sich nicht gut genug für diese Beziehung. Das ist wie wenn ich nicht reichen würde. Wie wenn man hier an Selbstbewusst auch mangelt, ne? Du setzt das bitte um, lieber Skorpion. Selbstzweifel, hier zweifelt man auch, ne? Du siehst, wie die Karten in Resonanz gehen. Das ist der Wahnsinn, lieber Skorpion. Toi, toi. Avertolatofedezza. Guck mal, wenn du jetzt sagst, ja, wir sind verheiratet, wir teilen miteinander ein Bett, aber manchmal kommt mir meine Partnerin oder mein Partner kalt. Hier merkt das der Gegenstück. Der Gegenstück merkt, dass du kalt bist, ob du jetzt mit dieser Person zusammen bist oder nicht. Das spielt jetzt hier gar keine Rolle. Du hast hier ein Gegenstück und du spürst, dass dieser Gegenstück kälter ist. Hier stimmt etwas nicht, ne? Das könnte auch gut sein. Sie ist wütend oder er ist wütend, ne? Weil wir sehen jetzt hier uns die männliche Energie und die männliche Energie sagt, ich spüre, dass du kälter bist, ich spüre, dass du nicht mehr nicht wie früher bist, ne? Und das tut mir weh. Das gibt mir einen Schlag ins Herzen, ne? Wow, der Wahnsinn, wie die Karten alle in Resonanz gehen. Du hai sbagliato. Und hier sagt die Frau, du hast den Fehler gemacht. Du hast den Fehler gemacht. Du hast es verborgt. Ich weiß jetzt nicht, lieber Skorpion, wie das bei euch gerade aussieht. Das kann auch gut sein. Ihr gebt euch gegenseitig der Schuld. Das ist normal bei Streitigkeiten. Da war eine Streitigkeit. Aber hier ist die Versöhnung. Und was tut man? Man akzeptiert den Fehler von den anderen, wenn man sich liebt. Jeder kann Fehler machen. Wenn du bereit bist, ne, diese Liebe einzugehen, das zu erleben, dann verzeihst du ihm das Fehler und du erwähnst es nicht mehr. Du gehst nicht die ganze Zeit auf diese Situation ein, weil das macht eine Person auch müde. Lieber Skorpion, das ist klar. Oder du sagst hier, ich gestehe meinen Fehler. Ich habe mich falsch benommen. Okay, ich gebe es auch zu. Ne? Ich gebe es auch zu. Das ist hier wirklich Attributen. Derjenige, der hier das macht, der hat Attributen, Fehler zu zeigen, Fehler dazu zu stehen, dass ich stehe auf meine Fehlern. Ich habe das gemacht, okay, und ich nehme mir hier auch die Schuld. Nun, der Skorresistenti. Ganz einfach. Der Mann ist hier total besessen von dir. Einmal rausgekommen, zweimal die Bestätigung, dreimal vorhin mit der Karte hier. Da hast du das, siehst du? Siehst du, forte magnetismo? Dann haben wir auch vorhin gesagt, mit dem Mann, der hier von dir besessen ist, also hier. Er kann dir nicht widerstehen. Der Sex ist hier wahrscheinlich phänomenal, das ist klar. Du setzt das jetzt bitte um. Das würde ich jetzt nicht anders nennen. Wahrscheinlich Skorpion, du bist einer der Menschen quasi, die Skorpionmenschen. Das ist so leidenschaftlich, Intimsphäre. Wow, da geht's ab, ne? Da geht's bestimmt ab. Und das ist auch so, dass hier der Mann quasi hier nicht widerstehen kann oder die Frau. Das ist ja von beide Seiten. Aber Hauptsache, hier sind die Gefühle auch dabei. Verstehst du, lieber Skorpion? Das geht hier nicht nur um Sex, es geht ja auch um Gefühle. Was will überhaupt mein Gefühl von mir selbst? Mit dieser Person zusammen sein. Aber ich, weißt du, ich kann vielleicht nicht oder ich fühle mich unsicher. Irgendetwas stimmt nicht. Ich traue mir das nicht. Vielleicht möchte diese Person auf dich zutreffen am Valentinstag. Erinnert sich wieder an dir. Die ganzen Erinnerungen, die hochkommen, der platzt hier, der kann nicht mehr, er möchte hier mit dir zusammen sein. Also die Versöhnung ist da, die Umarmung ist da mit deinem Gegenstück, lieber Skorpion. Besser könnte es nicht sein. Wow, eine wunderschöne Legung, ne? Du setzt das bitte um, das ist ja klar. Das können hier auch Schwierigkeiten sein mit fünf der Münzen, das kann ja auch gut sein, ne? Dass hier irgendwie etwas ist, ne? Und man hier auch durcheinander ist oder das ist eine Wahl. Du solltest dich hier entscheiden. Hier ist ein Ex, hier ist eine neue Person. Wer weiß, lieber Skorpion, nur du kennst die Wahrheit, ne? Was gerade in deinem Leben abgeht. So, für dich, lieber Skorpion, im Kollektiven. I miei occhi sono languidi. Ogni volta che guardo la tua foto, oh mein Gott, also er ist hier wirklich traurig, er ist hier misstrauisch auch. Er hat diese, weißt du, diese feuchte Augen, wenn er dein Bild ansieht. Also von mir aus könnte es ja auch ein Ex sein oder diese On-Off-Beziehungen, indem man sagt, okay, man ist zusammen, dann wieder nicht. Oder ihr seid hier in einer Entfernung, ihr könnt euch nicht sehen, verstehst du? Aber das ist hier, also auf jeden Fall. Diese Person möchte hier mit dir zusammen sein, lieber Skorpion. Die männliche Seite genauso. Attendi, il tempo giusto e sarà per sempre. Wow!
Hammer. Also, lieber Skorpion, pass gut auf, ihr sagt diese Karte, es wird die Zeit kommen, an dem es für immer sein wird. Also ihr nehmt das bitte mit der Pinzette, weil ihr wisst ganz genau, meine Einsicht für immer und ewig, das sehe ich nicht so, ne? Aber das kann hier wirklich diese Person sein, die richtige Person. Jetzt ist mir auch noch die Kerze ausgegangen, aber ich möchte das jetzt nicht unterbrechen, ne? Lieber Skorpion. Attendi il tempo giusto e sarà per sempre. Das ist halt einfach diese Karte, die sagt, es wird der richtige Zeitpunkt kommen, an dem hier auch alles quasi einen Sinn ergeben wird, dass ihr zusammenbleiben könnt. Ich kann jetzt hier nicht sagen, für immer und ewig. Lieber Skorpion, bitte, das ist nicht meine Einsicht. Ich glaube nicht an sowas. Ich glaube nur an die Liebe, indem man sagt, okay, in diesem Moment vibrieren wir zusammen. Wir sollten eine Mansion zusammenführen und wir sind zusammen. Ob wir dann alt werden, das ist eine ganz andere Geschichte. Ne? Jeder wünscht sich das, mit dem Partner alt zu werden. Ich auch, das ist klar. Aber ich sollte auch im Gewissen haben, dass nichts für immer bleiben könnte. Ne? Dass es auch diese Variante gibt. Ne? Aber auf jeden Fall, hier stimmt alles. Also hier wird eine Lösung gefunden. Diese Versöhnung ist nicht umsonst gekommen. Lieber Skorpion, wie gesagt, das wünsche ich dir. Toi, toi, toi. Ne? Dass die Kerze ausgegangen ist, ja, die Energie ist ja ein bisschen, ne, das merkt man. Sei bellissima per me und du brauchst gar nicht zu zweifeln. Oh mein Gott, sei bellissima per me. Guck mal, diese Person sagt hier, du bist wunderschön für mich. Unter meine Augen bist du die allerschönste. Du bist hier die schönste für ihn oder du bist die schönste quasi für sie, ne? Wenn du jetzt ein Mann bist und sagst, okay, das ist hier die Legung von ihr, ne? Dass quasi ich hier bin und sie da. Also hier stimmt alles. Du bist wunderschön für diese Person. Diese Person hat Augen nur für dich. Lieber Skorpion, was willst du eigentlich mehr? Ich weiß gar nicht, was willst du mehr? Diese Person liebt alles an dir. Il mio principe delle. Also basta, fertig. Jetzt bin ich fertig. Jetzt bin ich wirklich fertig, lieber Skorpion. Du hast hier dein Traumprinz. Du hast hier deine Traumprinzessin, ne? Diese Frau, mit der du dein Leben teilen willst. Hier sagt das schon alles, ne? Lieber Skorpion, wenn du sagst, nö, das passt nicht zu mir, das ist nicht. Das ist ja klar, lieber Skorpion. Ich kann jetzt nicht die Karten schlecht reden. Die sind hier alle im Positiven, ne? Du bist hier die Traumfrau, der Traummann für diese Person. Hier bei der männlichen Energie nochmal die Bestätigung. Einmal und zweimal. Du könntest auch sagen, lieber Skorpion, das ist mein Ex, der immer mich noch nervt, immer noch mit mir zusammen sein will, aber ich will ihn nicht. Das kann auch gut sein, lieber Skorpion. Letztendlich kennst du die Antwort, ich nicht. Wow. Ich freue mich für dich, wenn das so ist, weil du hast hier die richtige. Hier nochmal die Bestätigung, hier nochmal. Überall ist die Bestätigung. Kein Wunder, vielleicht zweifelst du ja an dein Aussehen. Aber diese Person findet dich schön. Diese Person liebt dich. So, lieber Skorpion, ich hoffe, dass es das letzte Mal, ne, dass diese Unterbrechung hier geschieht, weil wie gesagt, wir sind jetzt gerade am Ende, wir schaffen das bald und okay, wo waren wir stehen geblieben? Genau, hier ist jemand unsicher. Das könnte auch gut sein, du als Frau oder als Mann, dass du einfach sagst, okay, ich weiß nicht, ob ich dieser Person überhaupt gerecht bin. Aber diese Person hat dich hier wirklich zu schätzen. Diese Person, du bist für ihn oder für sie einfach alles, ne? Und das siehst du hier von den Karten. Also glaub daran, hab Vertrauen, zweifle nicht an dir, ne? Ob du jetzt Mann oder Frau bist. Du setzt das um, lieber Skorpion. Nur das, was du kannst, weil du weißt es besser als ich, ne? Ob du jetzt wirklich diese Situation hast, ne? Wenn du sagst, nö, dann lässt du es einfach sein, ne? Okay, jetzt machen wir weiter mit den Tarotkarten. Du nimmst mir auf. Ja, ich hab's bald geschafft, ne? Lieber Skorpion, das ist der Wahnsinn, ne? Was für eine Legung wir hier haben. Also hier stimmt alles für die männliche Energie. Guck mal. Er ist bereit, hier die Vergangenheit hinter sich zu lassen. Das kann auch gut sein, egal was geschehen ist, ne? Mit euch beide, dass hier einfach diese Person hier jetzt nach vorne schauen will, ne? Mit dir zusammen, euch eine zweite Chance zu geben. Er möchte hier seine Vergangenheit hinterher, also quasi hinter sich lassen und ist bereit, hier mit dir nach vorne zu schauen. Sehr, sehr schön, ne? Schauen wir mal weiter für die männliche Energie. Ja, hier sind aber auch
Also ich vermute ganz stark, dass entweder hier wirklich zwei Frauen waren oder zwei Männer als Auswahl. Das könnte ja auch gut sein mit diesen zwei der Münzen. Das ist aber auch das Gleichgewicht. Diese Person sollte hier sein Gleichgewicht wiederfinden. Das ist nicht einfach. Also ich vermute ganz stark, lieber Skorpion, dass diese Person es gerade hier auch nicht einfach hat. Dass er jetzt hier quasi sein Gleichgewicht wiederfinden soll, ne, in dieser ganzen Situation, ne? Weil er hat hier das auch nicht leicht, ne? Bitte verstehe auch die männliche Energie. Und falls du jetzt sagst, ich bin Mann und ich gehe mit dieser Energie in Resonanz, dann verstehe bitte die weibliche Energie, ne? Hier ist auch dieser Gleichgewicht, der ist sehr, sehr wichtig, ne? Wie gesagt, hier könnten auch zwei Angelegenheiten sein, zwei Frauen, zwei Männer und du sagst, okay, ich lasse mir jetzt die Vergangenheit hinter mir und möchte diese neue Beziehung anfangen. Das könnte ja auch gut sein. Kein Wunder. Chel Godet, ich wähle dich aus. Ich habe es ja schon vorhin gesagt, hier könnten mehrere Energien sein. Ne? Zum Beispiel jetzt, ja, ich habe zwei Frauen vor mir oder ich habe zwei Männer und ich kann mich nicht richtig entscheiden, ne? Ob ich jetzt mit dem Ex wieder zurückkehre oder quasi mit der neuen Beziehung. Das kommt immer drauf an, ne? Deine Situation. Die Harmonie, hier wird alles gut. Hier wird alles gut, lieber Skorpion. Mach dir gar keine Sorgen. Diese Situation wird sich im Besten lösen. Ne? Man findet hier wieder die Harmonie. Die Sonne kommt raus. Das heißt, nach diesen ganzen Situationen, nach diesen ganzen, siehst du das auch hier? Ich möchte jetzt nicht hier irgendwie rummachen, damit die Karten dann quasi hier irgendwie durcheinander kommen. Aber guck mal, diese Versöhnung. Und hier kommt auch die Sonne raus. Verstehst du? Das geht hier alles in Resonanz. Hier wird eine Lösung gefunden auf euer Problem, auf eure Situation. Ne? Entweder du hast wirklich hier mit einem Ex zu tun. Das könnte hier aber auch eine Wahl sein. Aber das könnte hier auch eine Situation sein, die nur mit ihm zu tun hat. Das hat nichts mit dir zu tun. Er muss hier quasi oder er sollte hier sein Gleichgewicht finden. Und das ist nicht einfach. Er macht gerade eine Zeit, die unangenehm ist. Oder hat es nicht einfach. Ne? Das könnte ja auch beruflich, finanziell sein. Also du setzt das bitte um. Ne? Okay, machen wir weiter. Ja, guck mal. Hier haben wir etwas. Hier kommt jemand. Er möchte hier auf dich zutreffen. Und das wird er ja auch tun. Das habe ich auch schon vorhin gesagt. Entweder bist du das, lieber Skorpion, dass du jetzt sagst, okay, ich gebe hier die Fehlern zu. Als Mann oder als Frau, oder das ist die Person, die hier gegenüber dir kommt, ne? Das ist ja diese Prinzessin der Pentakel. Also ich könnte mir hier vorstellen, dass ihr wirklich junge Menschen seid. Dieses On-Off-Beziehung, das ist ja, bei jungen Leuten ist es normal, ne? Aber richtig süß. Das könnte ja auch für eine Tochter, für einen Sohn sein. Also hier kommt etwas, ne? Und hier regelt sich auch etwas. Das ist ja klar, das könnte auch hier finanziell sein. Dass er hier eine Lösung findet, finanziell, ne? Dass es hier dann irgendwie bergauf aufgeht für diese Person, ne? Weil ich ja schon vorhin gesagt habe, es könnte hier irgendwo am finanziellen, ne? Irgendwo hier einen Haken haben, dass er jetzt quasi hier die Lösung nicht findet. Und das wird aber hier gefunden, auf jeden Fall im Positiven. Lieber Skorpion, bitte setze es um, wenn du es umsetzen kannst, ne? Weil wir sind ganz viele Menschen da draußen. Okay, du nimmst auf. Ja, weil wie gesagt, das kann. Also das kann wirklich kommen, ohne dass ich das merke. Ich habe vorhin schon gesprochen, geredet, geredet. Ja, so ist es, ne? Okay, machen wir weiter mit den Sternzeichen. Da kommt schon was raus. Venere, Venus. Du hast hier Stier, du hast hier Waage gegenüber dir. Das könnte hier diese Person sein, das könnte ja aber auch deine Energie sein, das ist ja klar. Lieber Skorpion, du könntest hier im Luft- oder im Erdelement sein. Hier haben wir wieder Waage. Und hier haben wir Zwillinge, ganz stark Luftelement, ganz, ganz stark. Und Schütze, du setzt das bitte um, das ist ja klar. Lieber Skorpion, bitte erzwinge dich nicht, das ist ja klar. Die Karten sind nur ein Instrument. Letztendlich liegt es hier in deiner Macht, was du machst. Nur ob du jetzt diesen Menschen zurücknimmst, das kann ich dir jetzt nicht sagen. Das ist deine Wahl, wem du hier auswählst. Aber hier sprechen die Karten für eine schöne Beziehung, ne? Für ein tolles, sagen wir mal, für eine tolle Atmosphäre und dass hier auch die Dinge wieder gut werden, ne? Zwischen dir und dieser Person. Also das wünsche ich dir auch von Herzen.
Lösung, lieber Skorpion, das ist ja klar. Okay, ich hoffe, ich konnte dir behilflich sein, lieber Skorpion, in meinem Kleinen. Ich freue mich über einen Feedback, über einen Daumen nach oben und vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren, weil das ist für dich auch vorteilhafter. Ich kann deine Energie besser lesen, ne? Das ist ja klar. Okay, pass auf dich auf, mach's gut. Ciao!